Mein Name ist Daniel Fischer, ich bin Geschäftsführer von der Kraftwerk Oberhasli. Angesichts des Stromnetzes Rückgrat ist für eine sichere Stromversorgung und mit dem Zubau, das Stromnetz ausbauen muss, ist Stromnetz im politischen Diskurs untervertreten. Mit der Zunahme des Verbrauchs wird das Stromnetz viel mehr belastet. Und das heisst, es ist die Gefahr bei Überlast, dass es zu ungeplanten Ausfällen kommt. Also als Konsequenz muss das Stromnetz mehr ausbauen. Es ist immer gut, wenn man einen sorgsamen Umgang mit der Energie hat. Und man kann heute das Verhalten optimieren mit technischen Hilfsmitteln in Abhängigkeit vom Verbrauch des Netzes. Ich denke jetzt hier zum Beispiel an E-Mobilität, dass man Batterien kann entladen oder laden, je nachdem, wie das Netz belastet ist. Mit dem Zubau von erneuerbaren Erzeugung wird das Stromnetz instabiler, weil man mehr abhängig vom Wetter, das heisst von der Sonne, vom Wind, von der Trockenphase, von den Jahreszeiten. Und um das zu überwinden, brauchen wir mehr Speicher. Speicherkraftwerke können Strom produzieren, wenn er gebraucht wird. Und das kann man in grossen Mengen jederzeit liefern. In kalten Jahreszeiten kann die Schweiz den Bedarf vom Inland nicht selber decken. Das heisst, wir müssen Strom importieren. Und wenn man die Importmöglichkeiten nicht hat, dienen die Speicher als Versicherung gegen derartige Mangellagen. Das wird schwer zu gelingen sein, so wie jetzt der Genehmigungsprozess aufgebaut ist. Mit diesen vielen Einsprachemöglichkeiten wird es nicht schneller. Man kann sagen, wir müssen bei diesen Einsprachemöglichkeiten das muss man einschränken. Und das kann man aus meiner Sicht auch. Im Genehmigungsverfahren werden die Anspruchsgruppen alle abgeholt. Man tut Kompromisse aushandeln. Und darum muss man aus meiner Sicht ist es nicht notwendig, dass man bei jeder Stufe Beschwerden machen kann. Die KW kann mit diesen zwei Speicherprojekten Trift und Grimselseevergrößerung ein Viertel des vorgesehenen Ausbauziels von 2 Terawattstunden realisieren. Wir liegen geografisch günstig, um den Strom ins Netz einzuspeisen. Und dank unserem Wissen und den gut ausgebildeten Mitarbeitern und der gut ausgerüsteten Werkstatt sind wir in der Lage, die hohe Verfügbarkeit während 24 Stunden oder 365 Tage aufrechtzuerhalten.